Ja. Hallo, Herr Steiner? Guten Tag, Okay. ich bin's, die Frau Stern von Top Trade. Aha. Wir haben letzte Woche gesprochen. Keine Sie Ahnung. meinten, dass Sie Montag nach 16 Uhr anrufen. Ach so, ja, kann sein. haben Sie Zeit jetzt? Nein? Ja, doch. Ah, okay, gut. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt schon gehört, die Trading-Betrüger schlagen wieder zu und sind wieder in unserer Leitung und wollen wieder jede Menge Blödsinn am Telefon loswerden. Dass man hier sein Geld nicht reininvestieren sollte, sollte ja mittlerweile klar sein. Doch trotzdem, naja, rufen die Betrüger immer weiter und weiter und weiter an. Ich hoffe, ihr verbreitet die Videos überall, sodass jeder davon informiert ist oder darüber informiert ist, dass ja, es eben diese Betrugsmaschen gibt. Und nun wünsche ich viel Spaß und gute Unterhaltung mit diesem neuen Betrugsversuch. Wissen Sie noch vielleicht, worum es geht, Herr Stein? Nur worum soll es denn gehen? Wissen Sie es nicht? Nee. Okay, ich erkläre es Ihnen. Nun. Ich melde mich ja von Top Trade 500, ne? Und wir sind eine Online-Handelsplattform, Online-Trading, Herr Steiner. Ich wollte Sie nur kurz etwas informieren. Ich weiß nicht auch, ob Sie vielleicht unsere E-Mail gelesen haben oder nicht. Die haben wir vor 2 Wochen ungefähr gesendet. Haben Sie es? Mm-mm. Von Top Trade? Mm-mm. Es sollte Neukundenakquise stehen. Nee, habe ich nicht geguckt. Nein? Okay. Also, Steiner, Sie wissen ja, was Online-Handel ist, richtig? Nee. Nein? Also wir befassen uns ja mit verschiedenen Handelsinstrumenten wie Forex, Krypto, Rohstoffe, Aktien und so weiter, ne? Aha. Genau. Haben Sie vielleicht Erfahrungen in diesem Bereich, Herr Steiner? Nee. Nein? Nee. Dann ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, oder? Was meinen Sie? Weiß ich nicht. Wie bitte? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ich erkläre Ihnen, was auf der E-Mail stand, Herr Steiner, okay? Also, wir haben ja zurzeit eine Neukundenakquise, das heißt, wir möchten ja unseren Kundenkreis erweitern. Und aus diesem Grund, Herr Steiner, geben wir Ihnen eine Möglichkeit, uns auszutesten. Das heißt, Sie bekommen von uns einen 100%igen Bonus. Somit werden Sie nur mit dem Bonus handeln, ne? 4 Wochen lang. Dazu bekommen Sie noch einen kostenlosen Broker, das ist ein Finanzberater, der das Ganze für Sie verwalten wird, Herr Steiner, und noch kostenlose Schulung natürlich, wenn Sie möchten. Also einen 100%igen Bonus bekommen wir also. Das ist aber nett. Nun stellt euch mal vor, ihr zahlt 1000 Euro bei eurer Bank ein und bekommt 1000 Euro geschenkt. Die Bank macht ja nur wenige Prozent Gewinn von den 1000 Euro, die ihr eingezahlt habt. Beispielsweise vielleicht 100 Euro im Jahr. Ist schon übertrieben. Bei so Broker- oder Online-Broker-Banken ist es ähnlich. Ihr zahlt Geld ein und die bekommen eben immer eine kleine Provision für jeden geöffneten Trade. Also wenn man an der Börse handelt, bekommen die immer eine kleine Marge von den Gewinnen mit ab. Beispielsweise 10%. Ist der Gewinn nun 10 Euro? Dann wisst ihr, was 10% davon sind. Und davon wollen die das Geld wieder reinholen und eigentlich sogar Gewinn machen. Nun muss man sich auch noch vorstellen, dass der Broker hier angeblich auch noch kostenlos arbeitet. Aber das ist ja schon gelogen, weil der Broker, der bekommt ja eine Provision, also die, beispielsweise die 10%. Wo ist dann der Broker noch kostenfrei? Ist er nicht. Man zahlt dem Broker ja eine kleine Provision von seinem Gewinn, den man hat. Also ist das alles, was ihr hier erzählt, schon von Anfang an nichts anderes als Dünnschiss und Blödgelaberei. Hier muss man wieder ganz, ganz vorsichtig sein. Niemand kann euch einfach mal das, was ihr einzahlt, verdoppeln. Kostenfrei. Ohne irgendwelchen Hintergrund. Das Ziel von diesen Betrügerfirmen ist es, dass ihr Geld einzahlt und danach werden sie sich nicht mehr melden. Oder sie melden sich wieder und sagen, man soll nochmal was nachlegen, weil es ja gerade so gut läuft zum Beispiel. Oder das Geld angeblich weg ist oder wie auch immer. Und in ganz besonders schlimmen Fällen zahlt der Kunde halt ein zweites Mal Geld ein und ist das zweite Mal das Geld los. Zurückrufen kann man diese netten Mitarbeiter hier von diesen Betrüger-Callcentern in der Regel nicht. 99% nicht. Die Rufnummern sind gefälscht und wenn man versucht zurückzurufen, landet man entweder bei einer Privatperson oder, naja, die Nummer existiert halt einfach nicht.
Folgen Sie mir noch? Wohin? Folgen Sie mir? Ja, wohin denn? Ja, was ich gesagt habe bis jetzt. Haben Sie gehört? Ja, so halbwegs. Herr Steiner, das ist einfach nur eine Testphase, 2 bis 4 Wochen lang. Und nach 4 Wochen können Sie sich entscheiden. Wenn Sie sehen, dass alles reibungslos funktioniert, machen wir gerne weiter dann mit Ihrem Kapital. Wenn nicht, zahlen Sie alles aus und wir gehen getrennte Wege. Und wer garantiert mir, dass man die Auszahlung auch machen kann? Wie bitte? Und wer garantiert mir, dass man die Auszahlung überhaupt machen kann? Ich kann Ihnen gerne zeigen, wie das Ganze funktioniert. Sie brauchen ja keinen dafür zu fragen, Herr Steiner. Genau, ja, haben Sie vielleicht ein Recht in der Nähe? Dann zahle ich erstmal 1 Euro ein und gucke, ob die Auszahlung funktioniert. 1 Euro? Mhm. 1 Euro geht leider nicht, Herr Steiner. Na klar. Somit, weil die Mindestsumme bei uns, um mein Konto zu aktivieren, ist 200 Euro. Ja, aber mit 250 Euro oder 200 Euro probiere ich nichts. Nee. Ganz kurz, Sie verstehen das falsch. Sie aktivieren nur das Konto, damit der Bonus freigeschaltet wird. Ob euer Konto überweise, weiß ich nicht, ob es zurückkommt. Das probiere ich maximal mit 1 Euro und mit 30 Cent mehr. Nun, ich kann natürlich verstehen, warum Sie so reagieren. Vielleicht hatten Sie schlechte Erfahrungen. Nö. Oder Sie haben etwas über die Börse gelesen. Das ist ja ganz normal, Herr Steiner. Ich kann Ihnen das gerne auch glauben. Wissen Sie, ich kann Ihnen gerne natürlich den Bonus im Voraus zukommen lassen, damit Sie es selber sehen können. Für Sie mache ich das gerne, wenn Sie mir nicht glauben. Also haben Sie einen Rechner in der Nähe? Ich kann Ihnen das gerne zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wie bitte? Ja. Okay, super. Dann gehen Sie auf Google Chrome. Habe ich nicht. Haben Sie nicht? Ja. Also die nette Lady hat ja hier vorgeschlagen, dass sie mir den Bonus jetzt im Voraus zahlen will. Also dass ich das Geld quasi, was sie mir schenken wollen, schon auf meinem Konto zeigen. Tja, das, was nachher im Endeffekt da passieren würde, ist genau das und nicht mehr. Die tun einfach nur so, als hätten sie mir Geld aufgeladen, wenn ich mich danach noch einloggen können soll. Ja, aber es ist kein Geld mehr auf dem Konto. Denn das Geld, was ich überweise, ist ja letztendlich nur eine virtuelle Zahl auf dem, ja, angeblichen Kundenkonto, was ich da eröffne. Das heißt, das Geld, was mir dort angezeigt wird, ist nichts anderes als Spielgeld. Na, also ich habe jetzt überwiesen und bekomme dann auch den Betrag angezeigt, den ich überwiesen habe. Letztendlich ist aber hier ganz, ganz sicher, dass ich hier nicht mein eigenes Geld sehe, sondern einfach nur das, was die Betrüger dahingeschrieben haben. Beispielsweise ich überweise 250 Euro, würde ich ja in diesem Callcenter hier angeblich 500 Euro bekommen. Das zeigt man mir dann da vielleicht auch an. Dass das aber nur ein gefaktes Demokonto ist, womit ich nicht am wirklichen kopierten Markt handle und das Ganze hier einfach nur Fake ist, das sagen sie einem nicht. Ja, das Geld kann man nachher hinterher definitiv nicht mehr auszahlen. Manchmal werden die Kunden hier auch einfach nur hingehalten mit irgendwelchen fadenscheinigen Geschichten, dass die Überweisung etwas länger dauert, damit der Kunde sich zum Beispiel nicht in der Zwischenzeit bei der Polizei melden kann oder nicht melden wird, weil er denkt, das dauert halt ein kleines bisschen und ich sehe es ja dann noch. Ja, so ist es aber nicht. Man hört es ja schon raus, dass man hier nur verarscht wird. Das Problem ist, dass hier leider wirklich sehr, sehr viele Menschen trotzdem ihr Geld einzahlen. Und was die Leute eben vorher dann nicht wissen, dass sie das Geld nicht wieder ausbuchen können. Egal, was da nachher steht. Und wenn Sie bei Google gehen, wie machen Sie das? Wo gehen Sie drauf? Ja, über ein Internetfenster. Genau, aber wie heißt es? Hat der einen Namen? Das spielt doch gar keine Rolle, über was ich ins Internet gehe. Okay, kein Problem. Gehen Sie einfach drauf und schreiben Sie ganz oben www. Ja. Haben Sie es? Und dann? Okay, ich buchstabiere das. T wie Theodor. Hm. O wie Otto. Hm. P wie Paula. Hm. T wie Theodor nochmal. Hm. R wie Richard. Hm. A wie Anton. Hm. D wie Dore. Hm. E wie Emil. Hm. Die Zahl 500.500.com. Hm. So, was sehen Sie jetzt? So eine blau-weiße Seite. Blau-weiß, okay. Können Sie etwas vielleicht vorlesen, wenn es geht? Nee. Weil es ist auf Englisch, richtig? Oder haben Sie es auf Deutsch? Nö, ist auf Englisch. Okay, was steht da? Ich habe gesagt, ich werde es Ihnen nicht vorlesen. Ich muss doch wissen, was Sie sehen. Hier die Startseite, obwohl Sie mich geleitet haben. Dann werde ich wohl auf keine andere Seite. Okay, steht da Trade Wisely.
Ja, ich gucke mir aber hier nebenbei eure Bewertungen an, die sind ja eine absolute Katastrophe. Achtung, Betrug, hier wird kein Geld ausgezahlt, damit hat sich's dann erledigt. Nein, das stimmt nicht. So was haben wir überhaupt nicht. Doch. Nein, Herr Steiner. Ja, ich lese doch die Bewertungen. Wo? Auf. Wo haben Sie denn das gefunden? Broker-bewertungen.de. Wo? Nochmal? Broker-bewertungen.de. Broker, warten Sie, Broker-Bewertungen. Ja. Ist das eine Seite oder wie? Ja. Broker-Bewertungen. Da sieht man doch genug. Also Google ist voll mit Punkt.de oder com? Punkt, Moment. Keine Ahnung, jetzt heißt es wieder zu. De oder com? Punkt.de. Okay, und wo finden Sie das? Wie soll man denn euren Namen in die Suche eingeben? Wo eingeben? Googelt doch einfach, ich brauch's dir nicht erklären, eure, weißt du selber, dass eure Firma Betrug ist. Ist es aber nicht. Doch. Ich weiß, dass sowas gar nicht existiert. Schon mit deinem Namen. Ist deiner, sowas haben wir überhaupt nicht. Na doch. Ich wundere mich jetzt, warum Sie das gesehen? Ich will das auch sehen. Warten Sie, Top, Trade, 500 Bewertungen. Ich schreibe das mal, warten Sie. Wäre es so, hätte ich Sie gar nicht angerufen, Herr Steiner. Ja, ja. Sollte ich Sie das verarschen? Das erzählen die ganzen Betrüger alle so, ja. Warten Sie, warten Sie. Hier steht etwas. Nein, ich finde nichts. Warten Sie. Wir haben Kommentare, aber bei Trustpilot. Und da haben wir nur gute Kommentare. Ja, ja, die haben wir auch alle gekauft. Warten Sie, warten. Trust. Die Bewertenden draufklickt, dann sieht man das. Nein, 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 nein. Das sind gekaufte Bewertungen. Nein, nein. Doch. Sowas gibt's nicht. Nein. Doch, sowas gibt's. Nein, gibt's nicht. Ich bin nicht so drüber und warne die Leute. Und da jetzt auch. Aber wo haben Sie das gesehen? Ich will das auch sehen, Herr Steiner. Augen aufmachen, bei Google eingeben und sieht man das schon von... Was soll ich bei Google eingeben? Ja, euren Namen und dann Bewertungen und dann sieht man schon die ganzen Gruselstories. Ich finde hier nichts. Genau. Sie findet also nichts. Ja, ja, klar. Also man braucht bloß den Namen von ihrer Firma mal bei Google eingeben und schon wird es einem richtig schlecht. Die Bewertungen sind hier durchweg eigentlich nur negativ und die positiven Bewertungen, die man dort findet, bei Trustpilot zum Beispiel, die sind definitiv gekauft. Denn ist eine negative Bewertung gekommen, werden automatisch gleich nacheinander folgend 10 positive angezeigt. Ja, und das fällt dort richtig häufig auf. Das hat einfach was damit zu tun, dass die sich positive Bewertungen kaufen oder selber schreiben. Ist ja heutzutage auch nicht so schwer, sich ein paar Accounts selbst anzulegen. Ja, und so funktioniert das ganze Spielchen eben. Man versucht mit positiv geschriebenen Texten, die in schlechtem Grammatik oder grammatischem Deutsch formuliert sind, irgendwie die Leute davon zu überzeugen, dass das eine seriöse Firma ist. Kennt man ja auch aus Amazon-Bewertungen oder ja, aus vielen anderen Bewertungen. Bei Google ist es zum Beispiel auch extrem pervers geworden. Mittlerweile ist es sogar ganz, ganz oft so, dass wenn man irgendeinem Unternehmen eine negative Bewertung schreibt, das hatte ich selbst auch schon des öfteren Mal, zum Beispiel bei einem Zoobesuch, dass auf einmal der Anwalt des Zoos sich bei mir persönlich über meine E-Mail-Adresse über Google meldet, weil die der Meinung sind, ich wäre nie im Zoo gewesen und hätte Geschäftsschäden geschrieben. Dabei habe ich eigentlich nur meinen Senf dazu gegeben und gesagt, dass das ganze Areal ja überhaupt nicht zeitgemäß ist, die Gehege viel zu klein und der ganze Zoo durchweg dreckig. Kann man so schreiben, wenn man so empfindet. Aber heutzutage sind ja negative Bewertungen nicht gerne gesehen und werden dann mit unlauteren Mitteln aus dem Internet gelöscht, damit nur positive Sachen noch im Internet stehen. So kann man das natürlich auch eben durchziehen bei diesen Trading-Betrügern. Und so machen sie es auch. Top. Ja. Warten Sie, ich will das sehen. Ja, ja. Trade. 500? Ja, das Bewertungen. Ist nichts anderes als Betrüger, die Leute verarschen und die Kohle nicht auszahlen. Ihr nehmt die Kohle und zahlt sie wieder. Nein, sowas ja, machen wir nicht. Ganz kurz, ich sehe eine andere Seite. Ja? Top Trade Group. Vorsicht, Geld nicht ausbezahlt. Aber das sind wir nicht. Weil wir sind Top Trade 500 und ja, nicht Top Trade. Ja, von Top Trade 500. Nein, Sie sind falsch. Nein, 100 ich. Pro. Nein. Sie verwechseln mich. Ich bin ja nicht blöd. Kann schon mit Kugel umgehen. Ganz kurz. Spaß auf der Seite jetzt, wirklich. Ja, ja. Sehen Sie, ich sehe es auch. Top Trade Group steht hier, Vorsicht, Geld nicht ausbezahlt. Aber das sind wir nicht. Weil ja, wir sind Top Trade 500. Und ja, hier ja, steht nur Top Trade. Habe ich auch gesucht.
warten Sie schon nach. Hier. Great company always working on your schedule. Ich egal anrufen. Ihr habt ja gar keinen Daten. Ich habe hier gute Kommentare. Sie verwechseln mich mit jemandem. Nein, Herr Steiner. Sie verwechseln mich mit dieser Top-Trade-Plattform. Nein. Obwohl wir das nicht sind. Nein. Wie alt ist denn euer Unternehmen? Dann googeln wir mal dann, ob das stimmt, was mir gleich sagt. Wie alt unser Unternehmen ist? Wir sind über 10 Jahre in dieser Branche. Na, über dann gucken wir mal, ob das stimmt. Das gucken kann man Sie. Auch eingeben. Mal gucken, wann die Domain angemeldet wurde. So, ja. Die Domain wurde angemeldet. Creation Date am 15.03.2022. Also auch das ist gelogen. Wo denn? Wo sehen Sie das? Eure Firma gibt es erst dieses Jahr, seit dieses Jahr. Also nein, 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 doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch. Nein, 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 da sind Sie falsch. Ich habe die Virus-Abfrage gemacht. Was nein, Herr Steiner, worden? Ganz kurz. Jetzt kommt wieder die Geschichte mit das ja einer anderen Plattform. Sie haben etwas Falsches geschrieben. Nee, ich bin ich mir wirklich sicher. Sie hat direkt von nein. eurer... Nein, nein, nein. Doch. Nein. Nein, Herr Steiner, wir haben keine schlechten Kommentare und wir sind kein Scam oder so. Ihr seid Scam, ihr seid seit dem 15. März auf dem Markt. Nein, Herr Steiner, wovon reden Sie überhaupt? Ja, ich sehe es doch vor mir. Ich bin mir wirklich sicher, dass Sie schlechte Erfahrungen haben. Das tut mir wirklich leid für Sie, Herr Steiner. Nur, alle Finger sind ja nicht gleich, ne? Seit wann arbeitest du da selber? Deswegen sollen Sie nicht mich jetzt so... fertig machen, sage ich mal, weil ich bin nicht diese Plattform, Herr Steiner. Seit wann arbeitest du da? Vier Jahre mache ich jetzt. Ach, 4 Jahre. Ja. Überlegt. Das ist ja Quatsch. Dann weißt du ja selbst, dass du mich gerade anlügst. Nein! Eure Webseite ich erstellt sage wurde. Weiter. Man kann nachgucken, wann eine Webseite erstellt wurde. So, und ich sehe es hier. Am 15.03. diesen Jahres. Also erzähl mir nichts von 10 Jahren. Aber wo sehen Sie das? Ich will das auch sehen. Warten Sie. Eine ganz einfache Boris-Abfrage. Ich bin jetzt bei unserer Plattform bin ich jetzt. Aber ich habe hier nichts zu sehen. Ich sehe hier Home, Account Types, News, Bus, Contact. Also eure Domain, die wir jetzt hier gerade genannt haben, die toptrade500.com, ist das erstellt worden am 15.03.2022. Wo denn? Wo sehen Sie das? Ja, man kann gucken, wann eine Domain gekauft wurde. Das kann man nachgucken. Man kann das nicht... Was? Kann man das nachgucken, wann eine Domain gekauft wurde? Wir haben nichts gekauft. Ja, eure wir Domain haben nichts gemacht. Natürlich. Ohne Domain keine Webseite. Und die Domain habt ihr am 15.03. Ja, gekauft. Aber wir haben nichts gemacht. Ich meine, wir sind, wie gesagt, über 10 Jahre, sobald ich weiß. Ja, Betrug. Sogar mehr als 10 Jahre, glaube ich. Ich bin keine Brokerin, ne? Ja, aber eine Betrügerin. Ganz cool. Sie beleidigen mich jetzt. Nee, das ist eine Tatsache. Sie sollten sich keine Tatsache, nein. Doch. Sondern sie reden einfach nur hier Quatsch, nur weil sie schlechte Erfahrungen hatten mit einer anderen Plattform. Denken Sie, dass alle gleich sind? Nein. Steiner, ich sage Ihnen jetzt eins. Ganz kurz, ich rede. Das ist Blödsinn. Das redet man dir nur ein. Steiner. Das ist eine Blödsinn-Geschichte. Ich habe noch keine Erfahrungen mit irgendeinem Scheißbroker gemacht und ihr seid nichts anderes als Betrüger. Ich kann doch alles, was du mir sagst, widerlegen. Herr Steiner, beruhigen Sie sich. Wieso regen Sie sich auf? Ja, weil du eine Betrügerin bist. Und bin ich nicht. Nein, ich sage nicht. Doch. Nein, ich bin keine Betrügerin. Doch, du bist eine Sie kriminelle wurden Betrügerin. Einmal auf die Schnauze gefallen. Du deswegen bist eine kriminelle Betrügerin und ich bin definitiv Steiner. Noch nicht auf die Schnauze gefallen. Wollen Sie mitmachen oder nicht? Ich werde definitiv bei einer Betrügerin kein Geld einzahlen. Okay, so soll es dann sein. Such dir lieber ganz schnell einen anderen Job, bevor dein Callcenter hochgenommen wird. Ich liebe meinen Job. Ja, nein. Das ist doch ekelhaft, dass du den Job da liebst. Nur weil das sie so, nur weil sie so denken, heißt es noch lange nicht, dass es betrügt. Stimmt, Herr Steiner. Mach es was Anständiges nicht. Aus deinem Leben und betrüge nicht die Leute. Ich betrüge überhaupt niemanden. Natürlich das betrügst du krank. Die Leute. Das musst du doch mal langsam merken. Wille. Ich meine, ich bin doch nicht der Erste, der sowas am Telefon erzählt. Wieso sollten wir sowas tun? Ja, wieso sollte man die Leute ich betrügen? Ich brauche ihre 200 Euro nicht. Ich habe mehr als genug. Ja, genau. Ganz genau. Richtig. Und deswegen arbeitest du auch in einem Betrüger-Callcenter. Nein, richtig. Das tue ich doch, nicht. Doch. Ich bedanke mich dann, Herr Steiner. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Du bist eine Betrügerin und eine Kriminelle. Und dein Job Dankeschön. Ist einfach nur ekelhaft. Okay, danke schön. Bitte schön. Such dir ganz schnell was Neues. Danke, denn irgendwann wird die Polizei auch bei euch einreisen.
Einfach nur widerlich, dieses Verhalten. Also alles, was mir die nette Betrüger-Lady hier am Telefon erzählt hat, konnte ich ihr 1a widerlegen. Die Domain, die war, ja, eben nicht so alt, wie sie das erzählt hat. Man kann unter Whois, kann man die Domains eben auch prüfen, wie alt die Domains sind, wann die gekauft wurden, also erstellt, und auf wen die registriert sind und in welchem Land und über welchen Dienst. Das kann man alles auslesen aus so einer Domain. Weil irgendwo sind Domains immer registriert. Weil eine Domain ist nichts anderes als eine Vereinfachung, den Server zu erreichen. Normalerweise, wenn man einen Internetserver aufrufen möchte, muss man eine IP-Adresse anwählen, also eine eindeutig identifizierbare Nummernadresse, bestehend aus Zahlenblöcken, immer mit 3 Zahlen und einem Punkt dazwischen. Und dann kann man einen Server damit aufrufen. Wenn man die Domain bzw. die IP-Adresse der Domain bzw. des Servers weiß, könnte man auch oben im Browser einfach eine IP-Adresse eingeben, also eine Zahlenkombination. Und dann würde man auch auf der Webseite landen. Und eine Domain ist halt eben eine Vereinfachung dessen, weil Zahlenkombinationen kann sich kein Mensch merken, vor allem nicht, wenn man hunderte, tausende, Millionen Webseiten auf der Erde hat. Na, also stellt euch mal vor, ihr müsstet, wenn ihr Amazon besuchen wollt, jedes Mal eine Zahlenkombination im Browser eingeben. Ist ja viel einfacher, wenn man amazon.de eingibt und dann eine Registrierdatenbank weiterleitet auf den Server. Mehr ist eine Domain nicht. Das ist nichts anderes als eine Weiterleitung und eine Vereinfachung. Und hier kann man ganz genau nachschauen, wann diese Adresse erstellt wurde und vor allem auch auf wen. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ein Abo würde mich auf jeden Fall sowieso immer freuen. Hier seht ihr noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an weiteren Videos. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.